Hallo und herzlich willkommen in der Klemmbausteinwelt. Heute würde ich euch gerne ein bisschen zurück in die Zeiten des Raddampfers führen. Bluebricks hat uns ja einen zur Seite gestellt und ob der was ist oder auch nicht, das will ich euch heute gerne zeigen. Es rappelt im Karton. Dom Dom, viel hat sich hier nicht geändert, außer dass ich jetzt hier einen Aufkleber drauf habe mit Barcode, Produktbild und dem Preis. Und das ist nicht der erste Karton in letzter Zeit. Also wenn ich hier hinten gucke in mein Mini-Lager, die Kartons mit Aufklebern mehren sich. Also da scheint was in Bewegung zu sein. Uns interessiert aber weder der Karton noch der Sticker, der da drauf ist. Uns interessiert ganz klar der Inhalt. Inhalt haben wir hier viel. Viele Tüten auf jeden Fall, viele Teile auch. Und wieder ein Karton in der Sammlung mehr. Was fällt mir als erstes auf? Ein Sendemast der Deutschen Telekom, was mich sehr, sehr freut, weil unser Handynetz hier ist absolute Katastrophe. Ich knister hier gar nicht großartig rum. Ich weiß, das tut euch in den Ohren weh. Von daher lassen wir das sein. Freuen uns über den Sendemast. Und ihr kennt das. Ich pack das mal schnell aus. Da ist er schon wieder. Gibt nicht viel, wo man drauf eingehen müsste. Was ich ein bisschen witzig finde, ist, klar, wir brauchen Schnüre für das Boot und wir bekommen die Schnüre hier gleich schon vorgefertigt mit dabei. Klar, mag es da mittlerweile Maschinen geben, die das machen. Die scheinen auch beide recht gleich lang zu sein. Aber wäre es nicht einfacher, jedem Kunden da so ein kleines Brettchen mit Schnur reinzupacken, anstatt das jetzt wirklich schon für jeden individuell zu schneiden? Hat was mit Logistik und allem möglichen Kram zu tun, geht mich nichts an. Ich wundere mich nur ein wenig. Hier gibt es zwei Angasse, die erahnen lassen, im Grunde wie groß das Ganze wird. Und hier auch nochmal viele, viele Flaschen aus grünem Recyclingglas. Soweit eine schöne Sache. Also Deko-Elemente habe ich schon etliche gesehen. Teilweise habe ich gedacht, ui, hier wird sowas in der Art wie ein Piratenschiff gebaut. Es fehlte halt nur noch das ganze Gold und die Truhen. Aber ansonsten so kleine Fässer und alles, was man sich so aus dieser Zeit vorstellt. Wir leben hier im Zeitalter Huckleberry Finn. Das darf man nicht vergessen. Da war das alles noch sehr western behaftet. So würden wir das, denke ich mal, heute sagen. Aber eine Sache, die wirklich schön ist, jeder, der schon mal in Dresden gewesen ist oder vielleicht als Kind mal im Heidepark war, der weiß, wie so ein Raddampfer aussieht. Das sind von Hause aus schöne Geschichten. Und damit auch hier so eine schöne Geschichte auf den Tisch kommt, ja, richtig, da muss ich sie bauen. Fünf Bauschritte und da bin ich schon hier. Fünf Bauschritte, die jetzt schon erzählen, was wir hier für einen Schrott in der Hand halten werden. Und Freunde, es tut mir leid, ich weiß, ich habe den Bluebricks Schienenbus zerrissen bis zum geht nicht mehr. Konnte das vielleicht auch nicht für alle klar verständlich rüberbringen, aber hier wird's nicht besser. Ein Set, auf das ich mich wirklich so richtig gefreut habe, weil es wirklich mal was komplett anderes ist, was man sich ins Regal stellen kann. Und dann kommt eine Steinequalität. Es tut mir leid, das kann man nicht mal mehr Qualität nennen. Das ist
Wenn ich es hier ganz vorsichtig hochnehme, bis hierhin geht es, das ist hier das Unterteil von dem Schiff. Und dann drehe ich es einfach nur um und so rum soll es ja stehen. Und dann fällt hier alles auseinander. Ich habe den Speedbuild extra langsam laufen lassen, damit ihr schon erkennen könnt, was für eine wackelige Klamotte das Ganze hier wird. Und es wird eine wackelige Klamotte. Das sind 5 Bauschritte und ich kriege diese Dinger hier einfach nicht ineinander. Seht ihr das? Wenn ich das hier... Ich komme mal näher ran. Ich habe es jetzt... Es hält einfach nicht. Keine Chance. Also wer diesen Raddampfer unbedingt haben möchte, dem empfehle ich jetzt schon mal eine Flasche von diesem Wundermittel. Klemmkraftgarantie 3.0. Ich glaube, ich werde mal an so etwas arbeiten und werde das als irgendein Lubrix Zaubermittel noch in Flaschen abfüllen und verkaufen. Man braucht es wirklich sehr, sehr oft. Also das hier, das spottet jeder Beschreibung. Es tut mir wirklich leid. Also das sind 70 Euro. 70 Euro Müll. Man kauft für 70 Euro Müll und dann für 2 Euro so ein kleines Fläschchen. Ich möchte euch gerne dieses Schiff zeigen. Ich bin gerade hin und her gerissen. Am liebsten würde ich es jetzt schon in den Karton schmeißen, zurück nach Flörsheim schicken und sagen, schickt mir was anderes. Aber ich weiß, ich kriege nichts anderes. Ich kriege wieder diese Steine, weil Bluebricks es einfach nicht auf die Reihe kriegt, obwohl sie ja verhältnismäßig gut laufen für diese junge Firma, uns vernünftige Steine zu schicken. Es ist für mich immer wirklich sehr, sehr fraglich, ob das... irgendwo sich mal jemand anguckt oder sitzt da in irgendeinem Kämmerchen jemand, der klebt die Modelle zusammen, bevor sie Marco auf den Schreibtisch kriegt, damit er sie uns in aller perfekten Ausleuchtung und 4K und Ultra HD, ARD, ZDF, WDR und was es nicht alles für Formate gibt, uns präsentieren zu können. Also ich bin nach 5 Bauschritten schon völlig enttäuscht, werde den ganzen Scheiß hier jetzt zusammenkleben, damit wir mal gucken, ob der Rest wenigstens irgendwo so ein bisschen was taugt oder ob ich euch dann nach einer halben Stunde sagen kann, das ist ein Set, das kauft euch bitte lieber nicht, lasst die Finger davon oder wie auch immer. Wir werden es rausfinden, dank Kleber. Anders wäre das hier wohl nicht möglich, denn wenn es hier unten schon nicht hält, Gottes Willen, dann nennt den Raddampfer lieber in Titanic um, dann kommen wir der Sache nämlich schon um einiges näher. So, genug geschimpft. Ich versuche jetzt mal hier irgendwie einen Raddampfer draus zu bauen und dann schauen wir uns das Ergebnis irgendwann mal an oder vielleicht auch nicht.
123 Bauschritte und ich kann euch mal so einen kleinen Blick zeigen. Ihr seht es ja von oben, also hier kann man sie gar nicht anfassen. Aha, Fehler gemacht. So, hier könnt ihr mal kurz einen Blick reinwerfen. Also hier gibt es schon, ich vermute mal, das soll ein Spieltisch sein. Vermute ich mal im Rettungsring-Design und ein Billardtisch. Vier Kös dazu hängen an der Wand. Blicken, werfen wir nochmal einen Blick hier runter. Mein Kleber ist ja mittlerweile trocken. Die Qualität der Steine hat sich spürbar verbessert. Also ich glaube, das sind also wirklich nur diese Gleitfliesen, diese 2x2 in Rund, die wirklich absolute Probleme machen. Ich habe auf jedem jetzt einen Tropfen Kleber drauf, damit sie mir nicht ewig abfallen. Also die haben eine Klemmkraft, die ist nicht nur null, die ist im Prinzip negativ, also noch ein bisschen weniger und sie würden Lego-Steine oder Klemmbausteine abstoßen. Aber ansonsten hat sich es komischerweise bis hierhin alles wieder ein wenig relativiert. Das Problem, was man bei den Loks kennt, wenn man mit vielen Plates baut, dass das Ganze krumm wird. Ihr seht es, auch dieses Schiff ist krumm. Muss man mal abwarten, ob die ganzen Deckaufbauten in der Lage sind, das Ganze dann wieder gerade zu ziehen. Bis hierhin hat es jetzt noch nicht funktioniert. Es ist aber auch im Grunde genommen spärlich bebaut. Muss man abwarten, ob das funktioniert. Ich bezweifle es ein wenig, aber man soll ja nie sagen. So schön wie das mit dem Rad hier hinten auch ist, es ist unpraktisch, wenn es steht. Also man gibt sich hier viel Mühe, richtet die einzelnen Schaufeln aus, damit man dann vielleicht mal hier nach links und rechts schubsen kann. Das geht aber nicht. Ich drehe es mal um, dann seht ihr das vielleicht sofort, wenn das so steht. Das Ganze ist zu hoch. Also hier wäre man vielleicht gar nicht mal schlecht bedient gewesen und hätte dem kleinen Schiff ein Ständer gegönnt, irgendein Display, wo man ihn draufstellt oder sonst was, weil so, jetzt ist das wieder alles verschwunden. Das Rad also definitiv zu groß. Da kann man im Regal jetzt nicht einfach mal aus Freude hergehen und gibt den ganzen Schubs, dass es sich mal dreht. Sitzt auch viel zu stramm, funktioniert nicht so wirklich. Also man kann es drehen, aber ihr hört es dann hier und ihr seht es. Also es schlägt dann an, es ist also nicht so, dass ich sage, ich schubse das mal an und dann dreht sich das. Das funktioniert nicht. Ihr seht, dann fliegen eher schon wieder Teile ab von dem ganzen Raddampfer. Soweit wollte ich euch das Ganze mal gezeigt haben. Also wie gesagt, es sind die 2x2 Gleiter. Die Dinger sind wirklich für die Tonne, also absolut für die Tonne, eine miserable Qualität, braucht man auch nicht schönreden, kann man nicht schönreden. Der Rest der Steine, hier ist überwiegend alles mit Standardstein gebaut, der ist wieder super ausreichend für dieses Boot, Schiff, Dampfer. Und damit dieser ganze Kahn dann irgendwann mal hier fix und fertig vor mir steht, baue ich dann jetzt mal zügig weiter. Und ihr wisst ja, wenn es irgendwelche Probleme gibt oder wenn irgendwas besonders erwähnenswert ist, dann bin ich wieder bei euch und ansonsten sehen wir uns vielleicht erst wieder, wenn das Ganze fertig ist.
gut 100 Bauschritte und sehr, sehr kurzweiliges Bauen später sieht es hier schon so aus. Es wird immer detailreicher. Ihr seht es die ganze Zeit von oben. Ich kipp's aber trotzdem mal noch so, dass ihr hier noch mal reingucken könnt. Jetzt habt ihr auch mal eine Chance. Seht das mal von allen Seiten, bevor man jetzt zumachen muss. Also hier ist wirklich auf dieses kleine Bötchen, man hätte ja auch so bauen können und viel mehr Details verstecken können, aber so ist das schon eine schöne kleine Sache. Das ist natürlich kein Funktionsmodell, da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden. Aber ich muss meine Meinung von den ersten 2 Minuten komplett revidieren. Ja, die Gleiter sind Schrott, absoluter Schrott, da brauchen wir nicht drüber reden. Ist so, haben wir drüber gesprochen, machen wir nicht nochmal. Aber ansonsten entsteht hier gerade was wirklich sehr, sehr Schönes. Ich würde mal wirklich so weit gehen und auch wenn es größentechnisch jetzt überhaupt nicht zueinander passt, aber dieses Set stelle ich jetzt schon auf eine Stufe mit Neuschwanstein. Beides macht sehr, sehr viel Spaß zu bauen. Beides ist eine super gelungene Optik. Ja, ich stelle euch immer sehr viel Eisenbahn vor. Das ist so und das wird sich auch nicht ändern. Eisenbahn werde ich immer vorstellen. Aber bei allen Eisenbahnen müssen wir sagen, gibt es Probleme. Es gibt Probleme mit den Rädern, es gibt Probleme mit den Achsen. Ihr habt zum größten Teil Probleme, das Ganze zu motorisieren. Und wenn ihr es geschafft habt, das Ganze zu motorisieren, fällt es auseinander. Bis auf wenige Ausnahmen. Hier entsteht einfach nur etwas, das stelle ich mir ins Regal. Das gucke ich mir an, das finde ich schön. So wie es bei Neuschwanstein auch der Fall ist. Deswegen... Daher kommt dann meine Einschätzung zu sagen, dieses Set würde ich schon bald auf eine Stufe mit Neuschwanstein stellen wollen, auch wenn man es nicht miteinander vergleichen kann. Freunde, das ist logisch, das weiß auch ich, aber es geht jetzt einfach nur darum, dass hier ein schönes Set entsteht. Es ist mal wirklich etwas ganz anderes, was hier passiert und es wird zum Schluss auch stabil sein. Da bin ich also wirklich... Da bin ich sehr, sehr zuversichtlich. Ich weiß jetzt gerade nicht, wo der Schwerpunkt liegt, aber ihr seht ja, ich gehe hier mit einer Hand rein, halte das mal so ein bisschen und es fällt hier nichts ab. Das ist also wirklich eine Sache. Das kann man ins Regal stellen, das kann man auch mal abstauben. Bis hierhin muss ich ja vielleicht noch dabei sagen. Es kann ja noch vieles passieren. Aber das scheint jetzt erstmal alles nicht zu sein, wenn man diese filigranen Sachen berücksichtigt, so wie das hier das Rad nicht dreht. Da klappe ich unten eine Schaufel drunter. Dann steht es schon. Oder ich gehe dann wirklich her und baue mir dann hier noch so einen Ständer für, dass das Ganze ein bisschen hochkommt. Dann kann ich die Schaufeln auch vernünftig ausrichten und man kann sie sich von allen Seiten angucken. Aber ob man das möchte, das muss man für sich selber wissen. Also ich bleibe dabei. Das macht irrsinnig viel Spaß bis hierhin. Es ist super anzuschauen bis hierhin. Vielleicht ändert sich das ja alles noch und es wird totale Grütze, was ich aber wirklich nicht glaube. Aber rausfinden werden wir das natürlich nur, wenn ich das Ganze jetzt zu Ende bringe.
337 Bauschritte und dann hat man das Gefühl, man stände direkt am Mississippi. Und ich würde jetzt mal behaupten, wenn man die Augen schließt, kann man sogar Huck Finn sehen, für die, die ihn noch kennen. Es war ein sehr, sehr kurzweiliger Bau, also das flog hier so durch. Ich habe jetzt gerade auf Uhr geguckt und habe mich erschrocken. Also man fliegt hier wirklich durch. Wenn man den Anfang überlebt hat, die Gleiter da unten drunter, also wenn man die überlebt hat, macht das richtig Spaß, das Ganze. Und es sieht optisch wirklich gut aus. Da gibt es für mich nichts zu diskutieren. Das sieht gut aus. Aber wo Licht ist, ist auch Schatten. Man hat zum Beispiel hier hinten sehr, sehr viel Liebe ins Detail gesteckt. Hat hier eine Bar versenkt. Die wird nur reingeschoben. Die liegt auf Fliesen. Das heißt, man kann sie rausnehmen. Man kann sie zeigen und bestaunen. Aber da, naja, da reden wir über Bluebricks-Qualität. Ich will nicht mal Bluebricks-Qualität sagen. Es ist ja gut designt, aber das machen die Steine nicht mit. Also ich versuche das hier jetzt wirklich mal ganz vorsichtig. Ich weiß ja, dass es nicht funktioniert, aber ihr sollt ja auch sehen, dass es nicht funktioniert. Hier auf der Seite kommt alles wieder mit runter. Ich bin dann hergegangen, vorhin, als ich das mal getestet habe, und habe diese Steine rausgenommen, was zwar nicht zielführend sein sollte, aber jetzt geht mir hier der ganze Deckel ab. Also, das funktioniert nicht so wirklich. Ich würde euch das ja wirklich gerne mal zeigen, weil das ist ja doch eine Sache, die kann man sich mal angucken. Die ist wirklich hübsch umgesetzt. Aber jetzt, nachdem hier wirklich das Oberdeck komplett drauf ist, ich kriege das hier nicht mehr rausgeschoben. Vorhin ging es noch relativ gut. Jetzt tut sich da wieder gerade was. Ich hoffe, das reicht, dass man es jetzt wirklich mal rausnehmen kann. Denn es ist wirklich, es löst sich halt alles. Es ist schön gemacht, aber auch gut gedacht. Aber es funktioniert also wirklich nicht so wirklich. Also da steht sich Bluebricks selber im Weg. Kann man nicht anders sagen. Die stehen sich selber im Weg, indem sie wirklich Angst davor haben, konsequent auch mal in vernünftige Steine zu investieren. Beim Design funktioniert es mittlerweile, da gehen sie schon gute Wege. Das war am Anfang leider auch nicht unbedingt der Fall, aber da hat man jetzt eine Linie gefunden, die ist wirklich gut. Die wird auch immer besser und ich bin auch sicher, die wird irgendwann mal ein sehr, sehr hohes Niveau erreichen. Aber man steht sich da mit den Steinen selber im Weg und das ist immer wirklich sehr, sehr schade und sehr, sehr ärgerlich, weil sie haben sehr, sehr gute Designs. Warum geht man den Rest nicht an? Auch das Oberdeck soll man abnehmen können. Das hält auch nur auf ein paar Noppen und dann ist es auf Fliesen. Da könnte man sich die Sitzreihe hier unten angucken. Kann man aber drauf verzichten, muss ich ganz ehrlich sagen. Mache ich jetzt auch nicht. Das war schon Quälerei genug, das hier drauf zu kriegen. So, ich wollte euch ja hier mal die Bar zeigen. Ich komme da jetzt mal so ein bisschen näher ran. Ich hoffe, das fokussiert auch alles vernünftig, dass ihr das wirklich schön erkennen könnt. Also viele Gläser, hier oben die Lampe, hier unten der Kessel zum Heizen. Also wirklich sehr, sehr schön. Eine sehr, sehr schöne Angelegenheit. Und dann soll man einfach nur hergehen und das Ganze hier aufsetzen und wieder hier drin verschwinden lassen. Leider. So. Da ist es drin, da lasse ich es drin. Ich habe euch das mit dem Schaufelrad hinten gezeigt. Das funktioniert so nicht, da müsste es höher stehen. Wo Bluebricks uns so ein bisschen im Unklaren lässt, aber ich denke mal, das ist für jeden, der es baut, eine winzig Kleinigkeit. Die Seile für die Landungsbrücken, wo man die dran machen muss, das verrät man uns nicht unbedingt. Man hat dann, wenn man sich das Foto anguckt, wurde sich dafür entschieden, hier mit dem Knoten zu arbeiten. Ich habe hier nochmal zwei runde Blades draufgesetzt, habe mir das mit dem Knoten geschenkt und habe die Seile dann auf die Länge hier eingeklemmt und passend abgeschnitten. Auch das ist eine Sache, die ist schön anzusehen. Alles überhaupt keine Frage. Umdrehen brauche ich jetzt nichts. Also hier haben wir so ein bisschen Sprengstoff. Hier oben noch mal ein paar Flaschen. Überall so kleine Details. Hier steht mal ein Besen rum. Es gibt mehrere Putzeimer auf dem Schiff. Überhaupt alles keine Frage. Schön geworden, wirklich schön geworden. Hier hätte man eventuell noch mal zwei Technikstangen reintreiben können.
das hält auch so. Habt ihr es überhaupt, da fällt das Eis wieder runter. Ich wollte euch gerade fragen, ist euch eigentlich aufgefallen, dass das Ganze hier aus Eis gemacht wurde, was den Rauch simuliert? Jetzt wollte ich mit meinen Wurstfinger hier wieder rankommen. Ne? Ein graues. Da haben wir es dann aber wieder, wo ich sage, bisschen mehr Klemmkraft bringt ein bisschen mehr Qualität, bringt uns alle ein bisschen mehr Freude. So, ich fasse hier jetzt nichts mehr an. Ich drehe das nur noch mal, da könnt ihr hier noch mal einen letzten Blick drauf werfen. Schönes Set. Ist das was für euch? Mir gefällt es wirklich gut. Ob es ein 70 Euro wert ist, das muss man für sich selber wissen. Größe habe ich nicht erzählt. Größe, was kriegen wir denn für 70 Euro? Für 70 Euro kriegen wir ein 48 cm langes, 30 cm hohes und 10 cm breites Bötchen. Mit Sicherheit nichts für die Badewanne, weil da wird es untergehen. Hat euch das Video gefallen? Wenn ja, Daumen hoch. Hat es euch nicht gefallen, gerne auch den Daumen runter. Habt ihr kein Abo, dürft ihr das natürlich gerne abschließen. Freue ich mich immer drüber. Ansonsten, ihr wisst das. Mein nächstes Video kommt und ich hoffe, da sehen wir uns alle gesund wieder.